Love isn't all we need, for now it's all we got. Dieser Mann ist ein perfektes Beispiel dafür, dass es im Leben manchmal erst im zweiten Versuch klappt bei der Suche nach dem Glück. Sänger und Songwriter Ben Gelliers war, seiner ersten Berufung als Fußballprofi folgend, vor 15 Jahren nach Dresden gekommen. Der erste britische Spieler bei Dynamo. Es war eine totale Katastrophe die ganze Saison, nicht nur für mich, sondern für den ganzen Verein. Das war eine sehr krasse Zeit. Wir machen mit dem ehemaligen Profi eine kleine Zeitreise. Sein erstes Spiel für Dresden im Mai 2001. Der junge Stürmer trifft gleich zweimal. Doch das Punktspiel gegen Nordhausen wollen keine 1000 Anhänger sehen. Für den Mann mit der Nummer 12 werden es die einzigen Tore für Dynamo bleiben. Der heute 36-Jährige erinnert sich. Ich war nicht glücklich. Also ich habe das gemerkt, dass ich irgendwie nicht reingepasst habe. Auch, dass mein Talent nicht gereicht hat. Ich war kein Weltklasse-Fußballer. Ich habe so weit gebracht, wie ich konnte. Aber weiter wäre es nicht gegangen. Der Kindheitstraum ausgeträumt. Wirklich gerettet hat ihn die Musik. Heute lebt er in Hamburg, hat in der Zwischenzeit sein Abitur nachgemacht, studiert und gerade sein erstes Album produziert. Begonnen hat er alles als Hobby. Ja, ich habe meine erste Gitarre in Dresden gekauft. Für 20 Mark oder Euro, ich weiß nicht mehr. Aber wir haben für 20 irgendwas. Dann der ultimative Test mit dem Ball. Bestanden. Auch mit Dynamo ist Ben, so ganz aus der Ferne, aktuell sehr zufrieden. Allerdings muss er gestehen, sei damals nie wieder in Dresden gewesen zu sein. Schlecht. Ja, wir brauchen ein Konzert in Dresden, das wäre richtig cool. Vor einem Konzert in Dresden vielleicht ein Besuch bei Dynamo im Stadion. Dann wäre der Kartenvorverkauf für ein Ben Gelliers Konzert vermutlich kein größeres Problem.